Zur 11. Folge, hier Stürmemeter mit Felix, hallo. Denk dran, deine Rüstung wieder anzuziehen. Oh, ja. Eigentlich will ich hier gar nicht runter. So. Hier ist doch keine Festung. Das ist doch wieder komplett bekackt, oder jetzt, oder nicht? Ich glaube, du musst nicht direkt draufstehen, aber es reicht, wenn du es. Doch! Du musst auf die Festung laufen. Dann bekommst du den Erfolg. Zumindest in Vanilla. Ich weiß nicht, ob sie hier irgendwas kaputt gespielt haben. Aber in Vanilla musst du drauflaufen. Das Problem ist bloß, dass das Sterben relativ viel Essen gekostet hat. Und sich mein Essen jetzt noch auf sage und schreibe 3 Nutmegs begrenzt. Du bist besser ausgestattet als ich anscheinend. Ich dachte, die letzte brauchst du nicht mehr. Cool. Festung siehst du jetzt hier nirgendwo. Ich nicht. Wenn du eine siehst, sag mir gerne Bescheid, aber ich sehe keine. Da würde ich nicht unbedingt runterlaufen. Nö, da nicht zumindest. Aber hier lang. Hast du einen Wegpunkt vom Portal gemacht? Ich habe einen Todespunkt, keine Sorge. Ach ja, stimmt, einen Todespunkt habe ich auch. Ich dachte, das läuft wieder darauf hinaus, dass du diese Scheißfestung nicht finden wirst, einmal über die gesamte Kacke hier gelaufen bist und dir teilweise echt denkst, was sind hier für riesen Löcher zwischen so ungefähr. Jetzt geht das wieder los. Ich hätte vielleicht ein Dings mit dem sollen, sollen. Sowas hier für ein bisschen Lava oder sowas. Wäre schon mal super gewesen. Findest du? Was ist das denn? Aha. Fucking Creeper! Oh, schon wieder Essen weg. Hinter mir? Ja. Da ist eine Festung. Ja. Aua. Die ist ganz gefährlich, die Fledermaus. Die fliegt ja auch die ganze Zeit hinterher übrigens, ne? Also die musst du killen. Jetzt kommt das Witzige, wie kommt man zur Festung hin, so ungefähr, ne? Ja, das könnte unter Umständen zu leichten bis mittleren Schwierigkeiten führen. Oh, hier ist wieder Redstone. Ne,
Nehme ich. Was hier schreckt. Justin, das ist eine Riesenspinne. Jo. Tot. Oh, super. Verdammte Hacke. Zu gierig geworden. Und da komme ich nicht mehr dran. Das ist nicht einfach, ja. Nee, da komme ich gar nicht dran. Doch, ja, ich habe schon mal eine Leiche da unten drin versenkt. Und die wieder rausbekommen. Ich erschreck mich vor jeglicher Scheiße, ey. Warum ist denn der Nether so schlimm, vor allem zum aktuellen Zeitpunkt? Das wird erst deutlich besser mit einem Jetpack. Nicht, was du meinst. Ich habe mich gerade auch fast in das Loch verabschiedet von dir. Ja, vorhin Gold abgebaut. Ganze Fußboden weggebrochen. Wäre auch einfach schade, ne? Boah, das war lucky. Alter, warum explodiert denn hier gefühlt jedes Erz? Das ist so schlimm. Es gibt ja auch kein Schema dahinter, so gefühlt, ne? Ne, es ist. Doch, es gibt ein Schema. Schema Zufall. Also ich hatte jetzt gerade extremes Glück, dass ich dabei nicht drauf gegangen bin, wenn ich ehrlich sein soll. Das Traurige ist, ich habe das ja nicht mal bewusst als Erz abgebaut, sondern ich hab ja, bin ja eigentlich nur dabei, mich gerade in Richtung weiter runter zu bauen. 1, 2, 3, 4. Kommst du denn nochmal mit Trapdoors oder sowas her oder kommst du nicht mehr? Ich muss jetzt mal neue Waffen machen. Oder beziehungsweise neue Maschinen, weil ich hab nichts mehr. Oder meinst du, man kriegt das wieder raus? Wieder raus, wenn du mit Falltüren herkommst. Boah, ich hab eine Falltüren gebaut, warte. Muss ich ganz oder Schilder oder irgendwas. Zumindest sind Falltüren deutlich einfacher als Blöcke. Kannst du deinen Todespunkt mal nachgucken, was die Koordinaten exakt davon sind? Ja, sag ich sofort. Aber ich muss erstmal ganz kurz schnell Trapdoors holen. Oder Schilder ganz kurz so. Irgendwas, was halt Lava zerstören kann. Also, was du ins Wasser, Zeug halt reinsetzen kannst. Das ist mit Blöcken halt deutlich schwerer, weil du durch Blöcke halt nicht durchgucken kannst. Türen würden auch theoretisch gesehen gehen. Ich bring Schilder aus. Aber dazu muss ich jetzt erstmal schauen, wie ich zu meinem Todespunkt jetzt zurückkomme. So, ich gehe dann jetzt in den Nether. Das war der Todespunkt, der ist glaube ich falsch. Schön, anderen sehe ich gar nicht. Da hinten. In die Richtung? In die Richtung.
Doch, da ist er. Ist natürlich nur die Frage, ob ich bis dahin mit meinem vorhandenen Essen, was ich noch habe, hinkomme, weil ich habe nämlich alles mein Essen dabei gehabt. Wundervoll. Wenn du mich auf der Karte siehst, kannst du mal Bescheid sagen. Klar. Weil ich gehe mal davon aus, dass du noch in der Nähe des Todespunktes irgendwo bist. Ich wäre auch schon vermutlich bei deiner Leiche, wenn ich Koordinaten davon hätte. Minus 59, minus 4. Wenn das der Todespunkt ist. War nicht 180 minus 160 die Richtung irgendwo. Dann war es der falsche. Moment. -163. Minus 163. Müsste ich ja fast in deiner Leiche drin sein. Ich habe noch 140 Meter bis. Ich sehe dich inzwischen auf der Karte bei mir. Ich habe nur 7 Herzen. Aber ich komme von hier aus nicht an meinen Todespunkt ran. Kannst du mir irgendwie ein bisschen entgegenkommen mit dabei. Sachen zum Bauen. Muss mich gerade erstmal selber zurechtfinden, wie ich hier runtergegangen bin. Ja, ich bin eigentlich relativ weit unten, aber komme um die Ecke nicht rum. Ja, 5 Minuten, dass ich spinne mal das tut, was ich will. Jetzt bin ich da vorbei. Wo bist du denn jetzt? Über dir. Ach, da bist du, okay. Weiß nicht, ob die reichen zum Hochkommen. Na, ich muss ja runter. Ja, aber erstmal hier hoch, weil ich unten Weg nach unten habe ich. Ja, komm runter. Ja, aber nicht da unten. Ich habe von hier oben einen runter. Ja, dann geh da runter. Okay. Nicht in dein Loch fallen, das wäre schon mal Option 1. Damit ist der Todespunkt tief. Immer ein Meter. Stück zurück, bitte. Kannst du mir erstmal ganz kurz irgendwie noch ein bisschen was zu essen geben? Bei Schildern ist auch, dass die Lava nicht wieder reinfließen kann. Jetzt kommt auch noch das Blitzding von oben, oder wie? Aua.
Das Aua. Problem ist, da kommt keiner ran. Aua. Aua, aua, warum bleibt nicht so? Verfolgt dich das? Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Man kann sich gegen nichts wehren. Naja, ich komme dann noch mal. Asses, du kannst hier auch echt gar nichts tun, weil die Viecher von überall kommen. Und wieder 30 Minuten nach unterlaufen und so. Ganz so schön war es ja nicht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich irgendwie es schaffe, mit meinen letzten vier Steaks dahin zu kommen. Das erste, was ich mache, zack, er läuft raus aus dem Tor und gleich liegt er mal. Muss das. Greift sich die Riesenspinne an? Nein, genau, greift mich nicht an und wieder tot. Dankeschön auch. Oh. Nein, noch habe ich 5 Herzen. Lauf, lauf schnell, da muss die Spinne. Ich hab's abgehängt. Ich hab's abgehängt. Hier lang gekommen. Noch mehr, nein, noch mehr Spinnis. Ah, Todespunkt 1. Mach da mal den Schilder dran. Bis, ich hab Spinnen dabei. Hast du was zu schlagen? Warum geh ich nicht kaputt? Einfach. Bleiben wir jetzt da drin? Sind die jetzt friedlich? Nein. Ich greife dich trotzdem an. Also auf dem Block ist das Ding.
ist jetzt der Todesblick, nicht das Blöde? Ach klar. Boah. Passe Lava Nether. Jetzt bringst du, das? Das wäre nicht untypisch, ja. Der Block ist es, den wir brauchen. Also der da müssen wir hin. Welcher Block? Der. Der hier, genau. Da noch was ist. Die Spinnen machen mich auch noch minimal nervös, ne? Alter, wie tief ist das denn? Hier aus 5 Meter, das heißt 1, 2, 3, also das heißt ab dem steht hier unten, hier das hier noch ein tiefer. Ja. War klar, dass die jetzt kaputt geht. So, einmal den da. 3 Stunden Lava wieder weggehen. Sag mir Bescheid, welchen Look du abbauen willst. Ist das Schild noch? Ja. Bauen wir den in der Mitte ab. Der kann ja auch weg. Da ist die Leiche. Unter dem Block ist die Leiche. Warte mal ganz kurz. Ja. Die Matten sind müssen noch weg. Kann man die jetzt da einfach nehmen, ohne dass da jetzt irgendwas passiert? Der Block, der wo der Grabstein ist, wird direkt Lava kommen, wenn du sie wegnimmst. Okay. Gehen wir noch einen Schritt zurück, sicherheitshalber. Jetzt sehe ich keinen Grund mehr, warum du sie nicht nehmen solltest. Ja, ich glaube, das jetzt nicht. Hey, jetzt haben wir fast eine Brücke rübergebaut zum zur Festung. Okay, ich bin tot. Ich liebe mein Leben. Aber du bist wenigstens noch da gestorben. Ja, es ist ja aber scheiße schon wieder. Ich sterbe von irgendeinem Viech, was von irgendwo runterspringt und Flammenschaden hat. Ich habe mir nicht mal eine Sekunde Zeit zu reagieren und ab dem Zeitpunkt, wo ich brenne, bin ich tot. Bin ich irgendwo, ja. Mit diesem komischen... Du bist ja selbst schuld gewesen bei dem Tod da gerade. Ja, und die anderen Tod, die darauf folgen, waren ja alle klar, dadurch, dass du keine Rüstung mehr hast. Nein, ich meine da nicht hier dieser komische, wie heißt das Ding da? Der goldene Reiter. Einziges Problem ist bloß, dass ich im Gegensatz zu dir den Weg noch nicht kenne.
toll, ja, toll, ja, toll. Ach, der hat mich auch gekillt. Glaube ich. Nee, der nicht. Die 16 Stück, die da gerade auf mich noch zugekommen sind, die haben mich gekillt. Nee, ich habe ihn auch gekillt, aber das gleiche Mob hat mich gekillt. Oh. Bist du schon wieder reingegangen, Eda? Ja, ich bleib bis. So ein logistisches Problem am Arsch, geil. Ich liebe mein Leben. Also bist du tot? Noch nicht, aber ich habe deine Leiche gefunden. Dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Sind da noch 48 Millionen Höllenhunde? Nicht, dass ich sie gesehen hätte. Toll! Die Super! spawnen ja aber auch, wenn keiner mehr in der Nähe ist. Schon mal Probleme sind so ungefähr, ne? Wenn keiner in der Nähe ist. Ja, wenn ich jetzt da einfach mich auslogge. Ist ja auch keiner mehr an hier. Traurigerweise ist das ein Trick für viele Leute, ja. Weiß ich, warum ich eigentlich Skyblock spielen wollte. Kann ich genau sagen, warum. Weil dann zieht man die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Sachen runter. Wenn du es richtig spielst, nicht. Ach so, fuck off! Ja, geh, 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 geh in die Lava, in die Lava, in die Lava, in die Lava. Nein, nicht zu mir, nein. Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Der Felix müsste jetzt theoretisch irgendwo. Hallo Spinne. Spiel will mich doch vollkommen flachsen heute, oder? Ich dachte jetzt, cool, habe ich einen neuen Mob in meiner Nähe. Ist einfach ein Drache, der Wither-Effekt gibt. Danke. Bist du jetzt gerade in der Festung drin oder was? Nein! War das Viech, was neben meiner Leiche jetzt gerade gekommen ist. Bin ich mir ohne Essen in der Festung? So, ich kann dir leider jetzt auch nicht mehr sagen, wo du bist, wo ich bin. Ich habe jetzt gerade durch die Spinne Du komplett die müsstest Orientierung. direkt unter mir sein. Jetzt nicht mehr, jetzt bist du an mir vorbeigelaufen. Ich bin über dir, ne? Deine Leiche hast du jetzt aber. Ich hab alles, ja, aber ich hab gleich kein Essen mehr und ich hab nur noch 7,5 Herzen. Also jetzt hab ich gar nichts mehr. Jetzt Ah, da bist du. Okay. Das ist jetzt wieder zu kaufen. den Weg eher als ich. Ach ne, du bist auch noch nicht zurückgekommen. Ne? Ich bin, wo ist denn das Portal da? Oh, ich will nicht aussaugen, ich möchte nicht aussaugen. Lauf einfach nur, lauf! Ja, cool. Den will ich auch nicht. Ich dachte, da ist jetzt was, was man bekämpfen kann, so eine Spinne oder so, aber nee, das Viech will ich auch nicht. Was ist denn das? Ein
Höllenhund, glaube ich. Ja, 6 vor 7. Auf mein Leben, ey. Problem an der ganzen Geschichte, ich habe noch 200 Herzen. Ich brauche mich nicht umzudrehen. Du nicht treffen lassen, ne? Ist das Viech noch hinter mir eigentlich? Keine Ahnung, ich habe einen Gast im Gesicht. Oh, treff ihn! Ich bin der beste Spieler. Wo ist denn das verdammte Portal? Oh, okay, da. Jetzt grundsätzlich schätzen da, wo du nicht bist. Bist du am Portal? Fast. Bin zumindest da, wo wir hergekommen sind. Oh, ich hasse es! Die Gas spawnen überall! Und permanent! Ich sehe das Portal. Ja, im Portal drin ist der fucking Gas! Und das Portal ist jetzt kaputt. Aber ich komme nicht zum Portal. Ich bin tot. Es ist unspielbar! Aber weißt du, was der Vorteil ist, dass du tot bist? Ich hab ein Feuerzeug gehabt. Ist scheißegal, ob es Portal kaputt ist oder nicht. Diese Wisps sind komplett overpowered und die Gas machen auch nur Tataratzap. Cool. Ich bin auch tot. Ich weiß nicht mehr, wo ich gespawnt bin. Also das neue Portal ist jetzt da unten, wo der Soul Sand mal runterging, ne? Ja, das ist direkt da drunter. Aber ich komme hier nicht weg. Hier brennt irgendwie alles. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe kein Essen. Ja, hallo Gas. Ja, Mann, ich kann mich noch nicht mal, ich kann noch nicht mal gucken, weil ich Angst haben muss, dass der Gas mich irgendwo runterschießt. Ich da jetzt runterspringen, bin ich tot, oder? Nee, bin ich nicht. Meine Güte. Los, weg hier. Mal schauen, wann das Spiel wieder bei mir lädt. Dann bin ich auf. Oh, ich schaue gleich wieder im Nether auf. Oh. Ich ertränke mich jetzt hier irgendwo im See. Ja, wir sind aber eher am verrückten Ende gekommen, also von daher. Alles klar, tschüss. Tschüss.